passend zu dieser wunderschönen, magischen Jahreszeit wollte ich euch ein bisschen ein ruhigeres Video machen. Doch die Helis haben mir direkt einen Strich durch die Rechnung gemacht und dementsprechend hört ihr die Helikopter vom Harlingkamm rennen, wie sie den Abbau machen im Hintergrund. Und trotzdem wollte ich euch genau diesen Tag zeigen, denn das Wetter war ein Wintertraum. Alles war gefroren und wirklich kalt, der Schnee knirschte und das Eisbad hat einige Überwindungen gekostet, aber war so belebend. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Energie man nach so einem, ja, Schock würde ich schon fast sagen, im Körper verspürt. Und ich konnte sogar meine Arbeitskollegin anstecken. Natürlich bleiben diese Bilder bei ihr, aber ja, sie hat es auch getan und auch sie hat gemeint, das Gefühl ist unbeschreiblich und dementsprechend, ich würde fast sagen, probiert es aus, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Skitour mit der Arbeit. Voll gut. Der Vorteil, wenn man bei den Bergen arbeitet. Ich habe mich an einem etwas epischeren Video versucht, aber natürlich, es wäre nicht ich, wenn nicht auch noch ein bisschen Action und Wahnsinn dabei wäre. So ging es bereits am frühen Nachmittag auf Skitour, gemeinsam mit den Arbeitskollegen und dem Chef. Bereits einen Abend davor kam plötzlich eine WhatsApp vom Chef und der hat gesagt, nimm Skitourenschuhe mit. Und sowas lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. So cool, dass wir mal wieder losgezogen sind. Das erste Mal für heuer. Und letztes Jahr, glaube ich, ist es gar nicht ausgegangen. Aber sonst hat es schon langjährige Tradition und macht immer wieder Spaß. Gerade alles im Blick. Jetzt biegen wir wieder ab auf den Geheimschleichweg vom Chef. Den habe ich vor ein paar Jahren erst hier kennengelernt, obwohl ich hier eigentlich aufgewachsen bin. Ja, Chef kennt sich aus. Aber zu meiner Verteidigung, der startet direkt vor seiner Haustür der Weg hier rauf. Wäre schlimm, wenn er es nicht wüsste. Schleichweg direkt zur Après-Ski-Hütte. Wuhu! Damit ging es dann auch ab auf die Abfahrt und die ist nicht minder wild. Yay! Der will es wissen. Yeah, cool war's. Ja, ja. Alles gut. Wie schauen wir aus? Das war's schon wieder. Ich hoffe, der etwas andere Einblick hat euch gefallen. Also für mich ging es nicht anders. Ich habe wirklich versucht, so ein bisschen magischere Aufnahmen vom Schwarzsee und der tollen Winterlandschaft für euch zu machen. Für meine Verhältnisse ist es ganz gut geworden, finde ich. Und ja, dann hat sich halt diese Skitour am Nachmittag ergeben. Und ich dachte, die schmeiße ich euch auch gleich noch mit rein, weil das bin ich. Ja, schreibt gerne, wie ihr diese bisschen magischeren Landschaftsaufnahmen findet. Ich finde das wirklich
richtig cool. Also ich schaue das bei anderen YouTubern voll gerne und ich glaube, die haben einfach mehr filmerisches Können. Aber ich bin in so schönen Gegenden und deswegen ist es eigentlich schade, das gar nicht mit rüberzubringen. Dementsprechend habe ich mir vorgenommen, das jetzt ein bisschen öfter mit einzubauen. Das war's von mir. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!